Ob. Mega. Und das ganze Material für den Stall bzw. der erste LKW für die Matten ist gekommen. Naja, das ist das alte Material. Und jetzt steht es noch da hinten. Pass auf. Da hinten, seht ihr es, man sieht es noch gar nicht. Der weiße Trailer ist unser neuer Hennestall. Yeah! Boah, aber gestern, bis wir dort waren, der Micha, wenn er in der Früh angefangen hätte, den Zaun abzubauen, wir wären immer noch dort. Eigentlich knapp 200 Kilometer mit Hänger. Okay, bist du ein bisschen unterwegs, aber wir waren 4 Stunden hinwärts unterwegs. Und ja, heim. Hinterm LKW her. Boah. Aber alle Hennen sind wohl auf. Ah, wir freuen uns jetzt schon. Jetzt stellen wir dann heute früh rein. Da kommen wir, der Bernd und noch zwei Jungs vom René. Die kneppen dann den Zaun hin. Und dann können wir sie. Ja, morgen wahrscheinlich noch nicht rauslassen. Wir haben gar nicht alles auf einen Hänger hochgekriegt. Das heißt, morgen nochmal fahren, den restlichen Zaun gar holen und dann gar hinmachen. So, jetzt wartet mal schnell. Ich muss das Ding mal rumdrehen. So, auf jeden Fall bin ich bockmüde, ey. Nur schnell Biogas füllen, dann muss ich ausrechnen, Zaun, wie weit das wir den hermachen. Und dann geht's schon los mit dem Zaun einstecken. Und mein Vater war gestern mit den anderen auch noch fleißig. Die haben Laufhof abgerissen, dass es bloß das Sau grausen könnte, echt. Heute früh die Kühe gar umziehen. Beziehungsweise die Kühe sortieren und umziehen. Es wird spannend. Es ist spannend. Oh Mann. So. So, jetzt passt mal auf. Der Roland ist auch schon wieder kräftig am Sortieren. Der Laufhof ist nicht mehr viel da, was man Laufhof schimpfen könnte. Dann machen wir heute die Spalten noch raus und dann Roland sortiert jetzt das Ganze noch. Ich glaube, es ist uns wirklich unser erster Baum mit kontrolliertem Abbruch. Kontrollierter Abbruch, sortiertem Material. Der Schredder kommt, wir bauen das Material auch gleich wieder zum Großteil ein. Ja, so schaut's aus. Ey, ich brauche heute noch 2 mehr Kaffee, echt. Oh, bin ich müde. Dass hier keiner drauf kommt, zu sagen, dass ich halte das nicht mehr aus, ey. Oh Mann. Aber ich muss sagen, wenn man will, klappt alles, ne? Man
Man muss sich nur die Ziele hoch genug stecken, glaube ich. Dann ist der Antrieb auch hoch genug. Ich sollte mal ins Motivationstraining gehen. Chaka! Aber was super ist, auf der Heimfahrt die meisten Chaoten, mit denen ich zu tun habe, sind da auch noch wach und schaffen noch irgendwas, ja? Dann kannst du noch mit Sprachnachrichten dich aber so müdigkeitstechnisch über Wasser halten, ja? Mega. Ist cool gerade beim Sven oben, also Röbershof. Der hat ja eine andere Geschichte am Laufen, Röbers 2020. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man so viel verraten darf. Auf jeden Fall kommt Kompoststall und ich weiß gar nicht, ob es schon gesagt hat. Ja, es soll euch selber sagen, was er noch vorhat. Ich habe gestern auf jeden Fall die ersten Bilder von seinem Café gesehen. Das wird schon mega. Das wird echt geil. Also Sven, schöne Grüße, falls du rosa Brillen brauchst, die du dann im Café verteilen kannst, sag Bescheid. So, bis später. Hundi. Mein guter Hund. Mein guter Hund. Du Schnauzennase. Und? Wer findet das Eiermobil und das Hühnermobil auch ganz gut? Der Hund. Hundi. Hochkommen. Der Vlog ist ja hochkommen. So. Der LKW ist auf Allrad-LKW. Und jetzt ziehen wir unser Hühnermobil in Aggernei. Mega. Oh yeah. Oh yeah. Und wie immer, Kamera Transporting. So, Bernd baut Zäune. Yeah! Erstbefüllung. Langsam klärt sich das Baufeld. Guten Morgen zusammen, 5 Uhr. Wir holen den letzten Teil für unsere Hennen. Der Hund geht auch gern mit. Hundi! Nee, hat keine Lust. Sagen wir noch schnell und dann geht's los. Gestern war Bernd mit den Jungs schon fleißig. Der Zaun steht fast. Also, bis gleich. So, guten Morgen zusammen. Heute ist ein extrem wichtiger Tag in der Biogasanlage und zwar kommt heute unser Umweltgutachter. Das heißt, wir machen einen Anlagenrundgang. So, ich bin es immer noch nicht gewöhnt, dass wir ja jetzt sehr wenig Platz haben zum Futter auszusieren. und habe deswegen wieder ganz schnell das Zeug ausgelassen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Heute kommt mal ein Umweltgutachter. Wir machen einen Anlagenrundgang. Also, der schaut, hat sich was verändert zum Vorjahr. Und ja,
Es hat sich gewaltig was verändert, allerdings nichts Relevantes an der Biogasanlage. Dann nimmt er die ganzen Werte auf. Wir schreiben ja jeden Tag einmal das Betriebstagebuch. Da steht dann drin, wie viel haben wir gefüttert, was haben die Motoren gelaufen. Bei uns ist es zum größten Teil elektronisch geregelt, das heißt, wir müssen da gar nicht so viel mit dokumentieren. Das macht der PC für uns. Und dann schaut er die Werte an, überprüft zum Beispiel, haben wir RME, Rapsmethylester, in dem einen BRKW als Stützfeuerung gehabt. Ja, dann lässt sich da die Rechnungen vorlegen, lässt sich vorlegen, wie viel KW wir erzeugt haben, eingespeist haben. Dann tragen wir das in der Tabelle ein und in dieser Tabelle steht dann auch schon fest, oder dann sieht man, wie viel Eigenstrom man verbraucht hat, wie viel Prozent Zünd- oder Stützfeuerung dabei ist. Jetzt klar, beim Gasmotor haben wir das nicht mehr. Das wird dann alles so im Kompakten angeschaut und dann ist für uns wichtig, dass wir nicht unter 30% Gülle haben. Weil sonst kriegen wir den Güllebonus nicht. Aber damit kommen wir relativ gut klar. So, und jetzt haben wir wieder einen aus der Reihe. Du bist Deutsch. Wir verarbeiten ja extrem viel Pferdemist. Aber jetzt braucht ihr nicht glauben, dass dieser Pferdemist güllebonusfähig ist. Weil ein Pferd ist kein Nutztier. Man könnte jetzt streiten, bei den Pferden gibt es einen sogenannten Equidenpass. Das heißt, dass die Pferde geschlachtet werden dürften. Und dann wäre das Pferd kein privates Vergnügen mehr, sondern ein Nutztier. Und dann würde man Güllebonus bekommen. Ist aber sehr strittig, also rechnen wir den Pferdemist nicht auf den Güllebonus an. Ja, so ist wieder Deutschland deine Regeln. ja, gut, man muss dazu sagen, wahrscheinlich ist extrem viel Schmuh damit getrieben worden. Ja, so ist es halt. Genau, wo haben wir stehen geblieben? Umweltgutachter, was guckt ihr noch an? Im Endeffekt haben wir dann eine Tabelle, da tragen wir alles ein und dann kommt er am Schluss zu dem Schluss. Ist das Ganze, was wir ihm da verkaufen, schlüssig oder nicht? Also hast du auf Deutsch gesagt beschissen oder nicht? Und je näher du halt an diesen 30% bist, desto genauer schau dahin. Wir sind irgendwo bei 40-45% Gülleanteil. Da ist es sehr unproblematisch. Und eher Makulatur, aber es ist halt immer ein Zeitaufwand und nicht zu vergessen ein immenser Kostenaufwand. Ja, ohne das Gutachten bekommen wir nicht mehr so viel ausbezahlt und Biogas wäre nicht rentabel. Ganz einfach. Deswegen machen wir das Gutachten. Naja, aber hinter jedem Gutachten steckt jemand, der Geld verdienen will. Und da sage ich jetzt nochmal nicht mal der Gutachter selbst, sondern ja, sagen wir es mal so, da steckt auch wieder Lobby dahinter, es muss alles begutachtet werden, du brauchst für jeden Schiss einen Durchschrieb, ja. Genau. Wobei ich mich über unseren Gutachter nicht beschweren darf. Sehr umgänglich, sehr genau, aber sehr umgänglich. Und ja, wirklich, mit dem kann man wirklich reden. Also das ist ein Mann aus der Praxis. So, jetzt muss aufpassen, dass er im Kühler an war. Und dann gehen wir frühstücken. So, Hennen rauslassen, passiert jetzt dann vollautomatisch. Das ist sau cool. Die waren gestern das erste Mal draußen. So, Frühstück. Parken. Sitz.
die Pfote hätte ich gern. Au, oh, hast du eine dreckige Pfote? Du alter Lump. Du alter Lump. Du alter Lump. Wo kommst du her? So, jetzt müssen wir noch ein bisschen kehren. Oh. Ich sehe halt nichts beim Kehren, aber egal. Dass da wieder sauber ist. Warte mal, Scheibe. Wie geht die Scheibe sauber? So. Hm. Naja, ungünstig. Aber egal. Jetzt kehren wir noch ein bisschen und dann hat der Umweltgutachter auch seinen Spaß. Läuft. So, die Hennen sind schon draußen. Jetzt habe ich noch die Tür geschweißt. Der Bernd wartet draußen schon drauf. Heute ist wieder ein verrückter Montag. Jetzt haben wir noch einen Fehler in der Verrohrung festgestellt. Ja. Ab morgen kommen die ersten Schweißer, ab Donnerstag die zweiten. Es reißt irgendwie so nicht ganz ab. Naja, aber je stressiger das ist, desto mehr merkt man, dass auch was vorangeht, dass Teile fertiggestellt werden. Ja, Hund! Was ist da los? Der Hund flippt völlig aus. Also, jetzt machen wir weiter mit dem Zaun. Auf geht's. Mal darüber, auf Schätzchen? Ja, schau auf die andere Seite. Bist du die Oberhenne? Es ist schön, dass der Erik nicht drauf ist. Das kann ich direkt für einen Vlog verwenden. Schätzchen, Mobilstallbetreiber? Ja. Schau mal, ob der Flock wieder irgendwo ist. Der ist drin. Wo? Ach so, ist drin. Nee, das schneiden wir aneinander. Lass mal die Tür einhängen, ob es geht. Lieber nicht. Lieber nicht. Vorschriftsmäßige Türmontage, die erste. Erster Versuch. Hast du? Ja. Dann halte ich meine Hand mit meiner. Ja. Gerade halten. Au! Ohr zu halten, Erik. Wir haben nur noch 50 cm. Wie viel Zeit hast du heute? Warum? Will ich eine Molkereimaschine hinfahren? Ach so. Ah, Michi. Oh, jetzt ist es halt egal. Mal. Das ist egal, das fliegen wir wieder weg. Wir sind im Auto. Sollen wir mal die Tür einhängen, dass wir zu tief klopfen? Na, kommen wir nicht. Jetzt machen wir eine kurze Zaunkontrolle. Dass das alles sauber aufliegt, unten nichts rein kann. Das war viel. Nee. Dass die Fahrer immer übertreiben müssen alles. So, ich nehme jetzt das erste Mal mit. In unseren kleinen, aber feinen Trailer. Gerade hört man schon laufen und zwar das Kofferband. Und die Hennen finden das total geil. Da gibt's neues Futter und wisst ihr, die quetschen sich alle hinter, weil hinten die Körner am meisten dann sind. So, jetzt läuft das Außenzieher mit an. Sehr schön.
nach dem ersten Feierabend Vorbier. Wir bringen es auch schon immer richtig sauber, weil wir es sogar nicht mehr sehen, aber so ist okay. So ein fauler Hund. Hundi. Hundi. Guten Morgen. Der tägliche Wahnsinn hat einen Anfang und kein Ende. LKW entladen. Geht nur von hinten. Zu faul, die Seite aufzumachen. Das ist unfassbar, echt. Jetzt drehen wir rum. So, was geht da nicht? Warum geht das nicht? Aha. Naja. Heute kommen das erste Mal die Becher. Yeah! Der erste LKW voller Becher. Alter Schwede, ich weiß echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Unfassbar. Völlig strange, aber cool. Wir freuen uns echt drauf. Heute kommen die Schweißer noch. Wir haben gestern, also danke dir Bernd, wir haben gestern den Zaun noch fertig gebaut von den Hennen und dann im Anschluss bis um 9 in der Molkerei Pasteur, Homogenisator und Joghurtheißhaltung durch die Gegend geschoben. Das ist passt, der Pasteur ist zweimal runtergefallen, verdammt, echt. Also, was heißt gefallen? Wir haben so ein drehbares, selbstkonstruiertes Teil. Und da ist er vom Holz runtergerutscht. Nicht schlimm, nur 2 cm, aber naja, dann rumpst du es trotzdem. So, und jetzt halt guck mal, dass wir noch Futter machen, bis der LKW da seine Bordwand aufbringt. Weil er gemeint hat, die ist noch nie aufgemacht worden. Dann denke ich mir, heute dann das erste Mal. Nee. Naja, heute ist es schon dicke. Dann haben wir nochmal Baubeginnsanzeigen nachzuliefern, die schon vorher geschickt wurden, die aber nicht mehr auffindbar sind. Naja, egal. Auf jeden Fall schicken wir die halt noch mal rein und dann ist es, denke ich, gut. Dann ist auch der Form, wie sagt man so schön, dann ist auch der Form Buße getan. Nee, ich weiß das Sprichwort gar nicht. Ich bin heute kein Sprichwortkönig. Die Gase sind für die Schweißer sind gerade gekommen. Noch einmal Futter machen für die Kühe und dann Becher abladen. Mega, mega, mega. Schau ich mal an. Hoppala. Die Baugrube wächst und wächst und wächst. Ich weiß gar nicht, was mit dem ganzen Alteisen Zeug und was machen sollen, echt. Ich hab Verwendung dafür. Ja, das ist echt viel, was da anfällt. Morgen soll es regnen. Also müssen wir heute noch schauen, dass wir die Baugrube so weit ausheben, dass wir die Regenwasserleitung wieder reinziehen können. Boah, jetzt haben die dein Silo reingeschmissen. Ja, sag mal. Wie machen wir das? Wir müssen das
nochmal ein bisschen sortieren, glaube ich, so wie es aussieht. Ja. Die Silos sind so immer diese Zwischenlagerfläche. Auf der einen Seite gut, dass wir sie haben, auf der anderen Seite schlecht, weil ja ein wenig Futtervorrat da ist. Nee, Futtervorrat ist, denke ich, okay, das sollte reichen. Ist jetzt für den Bau auch echt gut, weil die ganzen Körbe und alles vorgebunden werden kann. Es ist halt echt immer was anderes. Oh, 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 der Bauvorrat wächst. Mega. Heute kommen den ganzen Tag schon LKWs. Die da hinten. Hier. Das Material einlagern. So. Den Vlog gibt es heute wahrscheinlich später oder sehr spät. Können wir die 3-Tagesfrist nicht einhalten, verdammt. Das nervt mich eigentlich selbst, aber heute ist echt nochmal mega dicke. Heute kommt dann auch das Veterinäramt und nimmt unsere. Die Hennenstelle, alter Schwede, den Hennenstall ab. Morgen kommt dann noch die LFL und nimmt die Freifläche ab. Genau. Und dann sehen wir schon, wie das so von sich geht. Irgendwie wird wohl alles gut werden. Also, schnell Futter machen, dann bis später. Die letzte Palette. So, es wird wieder spät. Wir müssen das Rührwerk noch in den Tank reinmachen und irgendwie müssen wir die Leitungskonzeptionierung nochmal ein bisschen durchgehen, dass das am Schluss alles passt, echt. Spannende Sache, ohne Witz, ich sag's euch. So, pass mal auf. Oh. Wie? Ah, hier hebt es. Du musst es aber hier oben bappen. So. So. Es ist ein bockschweres Teil schon wieder da. Vielleicht doch. Scheiße. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt was wird. Oh, verdammt.
So, wo will der Meister Elektriker Elektrikern? So, wie schaut es aus? Ein blinder Giebel, was drunter? Auf jeden Fall ist der erste Druck Schweißer heute gekommen. Die Typen sind echt mega. Die Zimmer schweißen ja dahin, ich weiß gar nicht, echt. Klar haben die das mal gelernt, ja, aber es ist echt eine Kunst, solche Schweißnähte zu ziehen. Das ist fertig. Hinaus damit. Oh. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir hier gegen einen Dank fahren. Oh, oh, oh. Oh je. Oh je. Das ist immer eine knappe Geschichte. Tipptopp. So. Jetzt brauchen wir noch. Jetzt muss ich noch kurz in den Stall, noch ganz kurz, und dann ist für heute Schluss, dann schneide ich noch ein Video und dann ist gut. Also, klickt die Videos, lasst ein Abo da, hier abonnieren klicken, natürlich mit der Glocke. Bis bald!